Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakobart und seit gestern ist der Patch 1.18 online und ich werde euch versuchen, so viel wie möglich Videos dazu aufzubereiten, um quasi alle Änderungen, die mit dem Patch gekommen sind, zu besprechen. Heute möchte ich mit euch über den Neuner sprechen, über den Contro Caro 1 MK2. Das ist quasi der Neuner aus der italienischen neuen TD-Reihe. Wenn wir einmal ganz kurz hier in die Forschung reingucken, ihr habt es ja sicherlich selber schon getan, ab dem Vierer geht's los über den Semovente, den Bassotto, den SMV CC56, SMV CC67 und dann sind wir hier bei dem Neuner. Ich werde auch versuchen, alle anderen noch vorzustellen, aber den Minotauro habe ich ja schon mal in dem Preview vorgestellt, deswegen fangen wir heute mit dem Neuner an und ich persönlich muss auch sagen, der Neuner, ich habe den jetzt 8 Runden gespielt und wenn wir mal ganz kurz hier auf meine Statistik gucken wollen, nach Fahrzeugen, dann läuft es tatsächlich mit dem Neuner für mich besser als mit dem Zehner selber. Das mag natürlich auch daran liegen, dass die Tierstufe 9 bisschen angenehmer ist auf Tierstufe 10, weil wir uns jetzt noch am Tag des Patches befinden, wo ich das Video aufzeichne. Waren natürlich viele Leute, die den Kranwagen getestet haben, dann super viele Leute, die sofort zum Minotauro gesprungen sind. Also ich weiß noch nicht so ganz, deswegen fange ich mit dem Neuner an. Ich glaube, da habe ich ein deutlich besseres Gefühl für, wie sich der Panzer in der Meta verhält und er läuft wirklich, wirklich gut. Ausgerüstet habe ich ihn mit der Lüftung, mit einer erbeuteten Zielführung und mit einem Turbo. Das ist so mein Setup. Ansonsten, die Crew ist, denke ich, für Neuner noch nicht ganz so gut, aber wir haben das Wichtigste dabei, Reparatur, wir haben Waffenbrüder auf dem Kommandanten 6. Sinn, die Sichtperks und dann haben wir ruhige Hand und fahren wie auf Schienen plus Vorahnung mittlerweile auf 66%. Das ist das Setup. Gucken wir ganz kurz auf die Munition. 250 Durchschlag auf der AP und 325 auf der Heat. Dadurch, dass dieser Panzer genauso wie sein Zehner eigentlich davon lebt, dass man dicht an die Gegner ranfährt, weil das Gunhandling jetzt nicht so geil ist. Ne? Einziehzeit relativ langsam, die Genauigkeit selbst mit Zielführung und Lüftung plus Ration immer noch nicht wirklich gut mit 0,34, das heißt auf lange Distanz snipen ist eigentlich nicht das, was man mit diesen Panzern machen möchte, sondern man möchte straight in die Fresse fahren. Straight in die Fresse fahren bedeutet aber auch immer, dass man dann meistens vor dick gepanzerten Fahrzeugen steht, habe ich gleich auch ein paar Beispiele für euch dabei, deswegen habe ich so viel Heat mit dabei, weil das denke ich auch für Stufe 9 eine absolute Stärke ist, wenn ihr 325 mm Heat-Durchschlag habt, da könnt ihr schon ordentlich was kommen lassen. Ansonsten schauen wir uns gleich einmal das Panzerungsprofil an. Ihr habt im Prinzip auf Stufe 9 schon fast einen vollwertigen Minotauro, der im Prinzip nur in einigen Bereichen schwächer ist, aber ansonsten, wie gesagt, schon 4x490 Schaden mit sich bringt. Intra-Clip-Reload habt ihr 8 Sekunden, also wie beim 10er. Ja, ihr habt einen Schuss weniger im Magazin, aber dafür, lädt das Magazin im Prinzip fast genauso schnell nach wie beim 10er, 21,01 Sekunden, also von daher in den Momenten, wo ihr dann mal das Magazin leer gemacht habt oder nur noch 2 Schuss drin habt, könnt ihr eben schnell auf Reload drücken und ihr seid ruckzuck wieder vollgeladen. Das ist das Setup, das ist die Crew, mit dem ich den Panzer fahre und dann würde ich sagen, hauen wir einmal ganz kurz einen Vergleich durch, schauen uns das Panzerungsprofil an und dann habe ich selbstverständlich für euch noch Gameplay dabei. Ja, ich habe den jetzt einfach mal in den Vergleich gesetzt mit dem T30 und der Torte, weil das so die einzigen TDs mit sind, die auf Stufe 9 auch 10 Grad Gun Depression haben. So richtig vergleichbar ist es natürlich nicht, aber ich wollte jetzt auch den Fosch hier nicht mit hinzuziehen, weil der ehrlicherweise nicht die Gun Depression hat und auch nicht die Panzerung. Also von daher denke ich schon, dass der T30 und die Torte so das ist, womit sich der CC1 MK2 messen muss. Und dann habe ich den Minotauro auch nochmal dazu gepackt, dass wir vielleicht sehen, dass das Upgrade vom 9er zum 10er dann gar nicht mehr so stark ist und wahrscheinlich der 9er Tier für Tier gesehen der stärkste Panzer in der Reihe ist. Auch wenn der Minotauro mitnichten schlecht ist, aber ich glaube, wie gesagt, dass der 9er vielleicht sogar auf seiner Stufe noch mal krasser ist, weil ihr müsst euch überlegen, wenn wir jetzt gleich die Werte anschauen, ist es gerechtfertigt, dafür eine ganze Stufe nach oben zu gehen, also viel in 10er-Only-Battles zu sein. Auf Stufe 9 habt ihr ja nur eine Stufe über euch, aber 2 unter euch, ne, immer mit im Hinterkopf behalten. Also Schaden pro Minute 2501 Schaden, das ist mehr als beim T30, weniger als bei der Torte, deutlich weniger, 1000 Schaden pro Minute weniger, also die Torte hier in das Nonplusultra, was DPM angeht. Und der Caro, beziehungsweise der Minotauro, der hat
gut 390 Schaden die Minute mehr. Also ungefähr ein Schuss, bisschen weniger als ein Schuss, die er die Minute mehr macht. Die Durchschlagskraft hier, die ist nicht ganz exakt, das hat sich ja nochmal geändert. 5 mm wurden abgezogen, ihr seht hier oben, das ist noch Public Test. Also wir haben 250 mm Durchschlagskraft, der T30 deutlich besser aufgestellt mit 276 und auch die Torte hat einen besseren Durchschlag mit 259. Bei Minotauro ist das im Übrigen auch 250. Also die Durchschlagskraft ist jetzt nicht so berühmt auf der Standardmunition. Dafür haben beide, sowohl der 9er als auch der 10er, Heat, mit denen sie unglaublich guten Durchschlag haben. 325 mm Heatpen. 490 Schaden macht der 9er TD. Ihr habt einen Clip Reload Basis von 23,01, einen Clip Size von 4, also 4 Schüsse gehen ins Magazin rein und ihr könnt damit einen potenziellen Schaden im Magazin von 1960 machen. Ja, wenn wir hier mal ganz kurz rauf gucken, der Minotauro hat einen Schuss mehr, macht damit 2650 Schaden mit dem Magazin, hat auch nochmal ein bisschen mehr Alpha, 530, 5 Schüsse, das ist schon recht ordentlich. Der Intra-Clip Reload ist bei beiden gleich, 8 Sekunden, aber ich denke, die 490 sind mehr als ausreichend und auf Stufe 9 dann mit einem Intra-Clip Reload von 8 Sekunden, das haut schon wirklich rein und ihr könnt vor allem gerade so 8er und 7er mit einem Magazin easy wegmachen. Schauen wir ganz kurz auf die Waffenhandhabung. 2,59 Sekunden Einziehzeit. Das ist wirklich nicht so gut. T30 ist nur ein bisschen langsamer, hat dafür natürlich aber die 750 Alpha-Schaden. Torte ist ein bisschen unfair. 1,63 Sekunden Einziehzeit, 0,3 Genauigkeit. Der Minotauro aimt zwar ein bisschen schneller ein als sein 9er Counterpart, aber er hat die ungenauere Kanone auch und auch die schlechtere Dispersion. Also alles in allem muss man sagen, dass der 9er hier die genauere Kanone hat. Und ich finde, das macht sich auch tatsächlich bemerkbar. Das sieht zwar so wenig aus, 0,4 zu 0,42, aber man merkt schon, dass die Kanone vom 9er in meinem Dafürhalten jetzt nach meinen ersten Eindrücken deutlich zuverlässiger performt. Alle, die wir hier im Vergleich haben, haben 10 Grad Gun Depression. Die Mobilität 35 km/h ist im Prinzip genauso schnell wie der T30. Die Torte ein bisschen langsamer, 20 km/h, und der Minotauro ist jetzt auch kein Geschwindigkeitswunder. Also 1 km/h kriegt ihr dazu. Und 2 km/h schneller fährt der Minotauro rückwärts. Also auch hier kein besonders krasses Upgrade vom 9er zum 10er. Und wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen weiter runter gehen, dann sehen wir, dass wir quasi erstmal nochmal hier bei der Engine Power 700 PS, der 10er ist nochmal ein bisschen schwerer, also die, das Leistungsgewicht ist sogar beim 9er auch besser, das heißt, er kommt auch noch schneller aus dem Quark, ist damit also auch von der Mobilität her, ob nun 36 oder 35, da ist das Leistungsgewicht tatsächlich das bessere, er kommt schneller aus dem Quark, fühlt sich damit auch mobiler an als der 10er. Bei der Panzerung sehen wir direkt, da kommen nur 10 mm Wannenpanzerung und 10 mm Turmpanzerung noch dazu, bisschen besser. Bessere Seitenpanzerung, aber alles in allem für die Stufe 9 ist der CC1 MK2 schon extrem stark gepanzert. Mehr Turmpanzerung als der T30 und bei der Torte, die Panzerung, die kennen wir ja, glaube ich, alle. Die gucken wir uns jetzt nicht nochmal gesondert an, aber wir werden uns gleich nochmal das Upgrade angucken, ob sich das jetzt wirklich so lohnt vom 9er zum 10er. Ansonsten Tarnwert, ja, 14,93 ist nicht schlecht, ist jetzt auch nicht top of the pops, ist in Ordnung. 380 Meter Sichtweite, ihr kriegt beim 10er nochmal 10 dazu, aber auch mit den 380 Meter Sichtweite kann man sehr, sehr gut arbeiten. Und ein Standardgeschoss kostet 1250 Credits. So, gucken wir uns jetzt einmal ganz kurz die Panzerung an. Also, ein unglaublich starkes Biest, wenn ihr in Hulldown fahrt. 210 mm Unterwanne, so wie sie angewinkelt ist. 100 mm Impacted. Oberwanne sind sogar schon 300 mm. Ja, also, vertut euch da nicht. Braucht ihr nicht versuchen, auf die Oberwanne zu schießen. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Über 300 mm. Ja, hier an der, selbst an der Kanonenblende sind wir bei 320 mm. Also hier gibt es eigentlich nichts, wo man von einem wirklichen Weak Spot ausgehen kann. Außer ihr sitzt im Jagdpanzer E100 mit 420 mm Hit-Durchschlag. Da könnt ihr dann hier mal versuchen, durch die Gunblende durchzuschießen. Ansonsten könnt ihr das fast knicken. Dadurch, dass das auch noch extrem gut angerundet ist.
Und was auch auffällt ist, ihr seht das hier, ne, so steht er eben. Ja, er hat hier oben zwar eine Kommandantenluke, aber die ist viel, viel kleiner als beim Zehner. Also, wenn ihr ihn bekämpfen wollt, dann wirklich hier an der Unterwanne oder hier diesen kleinen Pixel. Aber da muss man auch die nötige Durchschlagskraft haben unter der Kanone. Da könnt ihr auch noch durchschießen. Ansonsten Seitenpanzerung, seht ihr, ist nicht besonders dolle. 75 mm, Turmseite 75 mm, Heck 40 mm, Turmheck 40 mm. Also ihr müsst schon versuchen, den Panzer immer frontal auf die Kanone, die auf euch schießen kann, zu halten. Aber dann ist diese Panzerung wirklich, wirklich krass. Und jetzt gucken wir uns nochmal den Minotauro an. Erstens hat er hier oben eine deutlich größere Kommandantenluke, die man auch einfacher trifft. Das habe ich jetzt in Erfahrung bringen dürfen. Das musste ich schmerzlich erfahren. Also das hier scheint für viele kein Problem zu sein, das zu treffen. Wie gesagt, beim Neuner, wenn wir das angucken, diese Kommandantenluke ist deutlich kleiner. Dann haben wir hier die Besonderheit, in der Mitte der Wanne, anders als bei den Amerikanern, ist der schwächste Punkt 230 mm, soweit ihr nach außen kommt 280 mm und hier auch 280 mm. Bei den Amerikanern E3, E4, da ist es ja so, dass in der Mitte die stärkste Panzerung ist und hier außen an der Kettenaufhängung die schwächste. Hier ist es genau andersrum, also vielleicht könnt ihr euch da so eine Eselbrücke bauen. Oberwanne 350 mm, das ist eigentlich wirklich super, super frech. Und der Turm, ihr seht es, hier hat man selbst mit dem Jagd-E schon extreme Probleme, überhaupt einen Punkt zu finden, wo man ihn penetrieren kann. Aber, und da kommt jetzt wieder das Aber, ihr habt hier oben diesen Kommandantenluke, den und im Halldown, in so einer Halldown-Situation haben wir da jetzt schon verdammt viele durchgeschossen. Und wie gesagt, sobald er den Turm nur leicht anwinkelt, könnt ihr ja auch hier easy durch den Turm schießen. Also nur wenn er wirklich frontal vor euch steht, ist das Ding ein Biest. Sobald er auch nur leicht andreht, könnt ihr hier schon durchschießen oder ansonsten hier Turmseite, Seite. Ihr seht das auch hier nicht deutlich besser. 79 mm, 85 mm, hinter 20 mm, 40 mm, 50 mm. Also an der Seite und am Heck nichts Tolles, aber wenn er frontal vor euch steht mit 10 Grad Gun Depression, dann sieht es schon ziemlich schnell ziemlich finster aus. Trotzdem bleibe ich dabei, der Neuner für seine Stufe mindestens genauso gut gepanzert wie der Zehner auf seiner Stufe und vom Upgrade her finde ich jetzt persönlich, da kommt jetzt nicht so viel, dass man sagt, es lohnt sich eine ganze Stufe nach oben zu gehen. Der Neuner ist schon wirklich auf seiner Stufe ein extremes Biest und das wollen wir uns jetzt mal im Gameplay anschauen. Ja, in der ersten Runde sind wir in einer Situation, die man relativ häufig im Tier 9 hat. In Tier 10 ist man ja sehr häufig in einer einstufigen Situation. Auf Tier 9 hat man manchmal 10er dabei, aber sehr häufig ist man auch in diesem zweistufigen Matchmaking Top-Tier gegen 9er und 8er. Das ist fast noch häufiger als einstufige Gefechte auf Stufe 9. Und deswegen ist es natürlich, gerade wenn man dann so ein Biest wie den CC1 MK2 am Start hat, schon definitiv ein Geschenk. Ich habe mich jetzt hier dagegen entschieden, mit meinen 10 Grad Gun Depression ins Valley zu fahren, auch wenn es keine Arti gibt. Dran denken, hier wurde jetzt das Valley umgebaut. Man kann jetzt auch von dieser Seite hier hochfahren. Trotzdem habe ich mich hier für die Stadt entschieden, weil ich mir gedacht habe, okay, alles, was da in der Stadt ankommen kann, das hat extreme Probleme, wenn ich nur einen Schutthaufen vor meine Unterwanne stelle, mich zu penetrieren. Und da ich die Stadt auf dieser Karte Lakeville für deutlich krasser empfinde, beziehungsweise wichtiger, habe ich mich dazu entschieden, in die Stadt zu fahren. Vielleicht ganz kurz ein, zwei Bemerkungen. Ja, es gab ja diverse Änderungen auf Karten, wie zum Beispiel Gletscher, aber auch hier hatte ich es ja gerade angesprochen, man kann jetzt mittlerweile hier im Valley auch von dieser Seite hoch. Ich werde versuchen, auch hier, was die Kartenänderung angeht, euch auf den neuesten Stand zu holen. Falls es dazu führen sollte, dass auch die Meta sich verändert, werde ich das natürlich dann auch nochmal in einem gesonderten Kartenkunde-Video thematisieren. Die Map Außenposten, die muss ich jetzt noch, ich hatte sie bis jetzt erst einmal, seitdem ich den Patch spiele. Ich hoffe, dass ich sie noch ein paar Mal mehr bekomme, sodass ich euch auch da einen ersten Eindruck schildern kann, wie sich die Meta verhält. Aber da braucht es meistens auch ein paar Tage, bis die Leute so ein bisschen sich auch dran gewöhnt haben. Da wird im Moment noch sehr, sehr viel durch die Gegend gejodelt und einfach mal ausprobiert. Ist auch ganz normal, wenn eine neue Karte kommt. Also seht mir nach, wenn es da jetzt vielleicht ein, zwei Wochen dauert, bis ihr da ein Kartenkunde-Video bekommt. Zu den Buffs und Nerfs werde ich auch Videos machen. Also schaut auf jeden Fall regelmäßig
regelmäßig hier auf dem YouTube-Kanal in den nächsten 2-3 Wochen vorbei. Da werden wir im Prinzip alle Änderungen nach und nach thematisieren. Und ich werde auch versuchen, wie gesagt, die italienischen TDs, so gut es geht, darzustellen. Und vor allem natürlich dann auch den Leuten, die vielleicht nicht grinden, zumindest zu zeigen, wie man gegen die fighten kann. Wir haben jetzt hier gleich mal 1061 Schaden gemacht, zwei faire High Rolls, 554, 507. Wir sind schon wieder nachgeladen. Ihr seht, wie schnell das geht, ne? Und wenn dann Leute einfach unvorsichtig da stehen und euch anglotzen, dann könnt ihr direkt ins Gericht mit denen gehen. Der Skoda hat das jetzt gerade gemerkt. Aber ihr dürft auch nicht den Fehler machen. Das habe ich jetzt auch gerade mit dem Minotauro auf Stufe 10 in schmerzlicher Manier lernen dürfen. Ihr könnt nicht spielen wie ein Autoloader, sondern ihr müsst im Prinzip spielen wie ein sehr schnell nachladender Heavy zum Beispiel, weil ihr einfach vom Intra-Clip-Reload mit 8 Sekunden, das ist so auf 277 oder WZ111-5-Alpha-Niveau, die können da locker mithalten. Das heißt, ihr habt jetzt nicht diesen Autoloader-Vorteil, wie ihr den vielleicht bei anderen Panzern habt. Ihr müsst also clever agieren. Ihr könnt jetzt auch nicht einfach sagen, so komm, ich nehme jetzt den Schuss und dann pushe ich ihn. Weil wie gesagt, man vergisst relativ schnell, wenn man dieses Magazin sieht und ansonsten andere Autoloader gewöhnt ist, dass man halt diese extrem lange Intra-Clip-Reload-Zeit hat. Und deswegen spielt den eher wie ein Einzellader mit dem Luxus, dass ihr diese einzelnen Schüsse sehr schnell nachladet. Begebt euch nicht, weil ihr der Meinung seid, okay, ihr könnt jetzt da einen Gegner klippen, weil das funktioniert nicht. Begebt euch nicht in Teufelsküche und begebt euch vor allem auch nicht aus eurer sicheren Deckung heraus, weil sonst werdet ihr dafür schmerzlich bluten. Das ist im Prinzip eine Sache, die mir ganz wichtig ist, das anzusprechen, weil das habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Man lässt sich einfach, ich bin ja, würde ich sagen, schon jemand, der sehr, sehr viel Autoloader-Erfahrung hat und auch sehr, sehr viel Autoloader sehr gerne fährt. Aber es ist halt eigentlich streng genommen kein richtiger Autoloader, weil dafür, wie gesagt, der Intra-Clip-Reload viel zu lang ist. Es reicht nicht mal, um jemanden zu tracken. Und meistens ist es halt auch so, bei diesen 8 Sekunden Intra-Clip-Reload, selbst mit einer schlechten Repair-Crew sind die Leute wieder auf Kette und weg. Oder sie haben genug Zeit, das Repair-Kit zu ziehen. Oder sie haben genug Zeit, wegzufahren. Also so sneaky Überfälle wie mit anderen Autolodern funktionieren in diesem Panzer nicht. Sondern ihr solltet euch immer, macht euch irgendwo einen Zettel an euren Bildschirm, wo drauf steht, ich bin ein Einzellader, ein schnellfeuernder Einzellader meinetwegen. Dann fahrt ihr sicherlich besser mit diesem Panzer. Wir sind jetzt bei 2300 Schaden, 9 zu 6. Im Valley ging es nicht wirklich weiter. Der IS-3 beherrscht da irgendwie zusammen mit dem Char die italienischen TDs. Und diesen Schuss hätte ich sicher mit dem 10er Minotauro nicht gemacht. Also hier auf jeden Fall für mich persönlich das bessere Gunhandling auf Seiten von dem CC1 MK2. Wichtig ist jetzt immer die Panzerung in Richtung des Gegners halten, dann vorwärts fahren. Auch hier kein voll drehbarer Turm. Ich glaube, es sind 20 Grad in alle Richtungen, also nach links und rechts. Und immer wenn ihr der Meinung seid, der Gegner kann wieder schießen, dann dreht eure Panzerung in die Richtung. Ich habe jetzt hier aus Versehen den STA gerammt. Der sah so aus, als wenn er da jetzt rumpushen wollte. Wollte er dann doch nicht. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen piss. Das tut mir auf jeden Fall leid. Ich wollte da eigentlich nur an ihm vorbei und schnell auf den T27 pushen. So, und in Kreuzfahrsituationen mit der Seitenpanzerung sollte man natürlich auch nie fahren. Das ist das Nächste. Jetzt sind wir hier, müssen nochmal nachladen. Der SAPTK hat jetzt erstmal von uns abgelassen und schießt da auf den STA1. Der IS-6 versucht uns jetzt hier noch rauszunehmen. Schießt Gott sei Dank in den Boden und wir haben gleich wieder nachgeladen. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir schneller als er nachladen, noch einen Schuss hier rausbekommen können. SAPTK will uns jetzt hier unbedingt machen. Kriegt da nochmal einen Schuss rein und auch der IS-6, der schafft es, uns in die Unterwanne zu schießen. Also, unbesiegbar seid ihr nicht, aber ihr habt eine krasse Panzerung. Und sofern ihr es schafft, immer wieder euren Panzer in eine Halterhund-Position zu bringen, habt ihr, denke ich, beste Voraussetzung, um die Gegner an euch verzweifeln zu lassen. Übrigens, falls ihr euch wundert, in der Teamaufstellung werden diese
ja, italienischen TDs, außer der Vipera, der Premium, noch als normale Panzer geführt. Es sind natürlich TDs und werden hier oben auch als TDs angezeigt, sind aber hier nicht blau hinterlegt. Also, falls es dem einen oder anderen aufgefallen ist, falls der ein oder andere verwundert war, es sind trotzdem TDs. Wir haben zwei im Gegnerteam, wir haben zwei in unserem Team. Beziehungsweise wir haben hier einmal den Achter, dann haben wir mich im Neuner und im Gegnerteam haben wir den Vipera. Und dazu habe ich euch ja quasi gestern ein Video mitgebracht zu dem Premium-Panzer und ich habe gesagt, gegen seinesgleichen und gegen niedrigere Stufen ist er völlig overpowered und das stimmt auch. Aber wir werden jetzt hier in diesem Replay, ohne zu viel zu spoilern, auch sehen, das, was ich ebenfalls gesagt habe, dass er gegen Stufe 9er und 10er absoluter Trash ist. Auch das werden wir jetzt hier in dieser Runde sehen, weil die Panzerung eben so ausgelegt ist, da, also irgendwie völlig dumm, dass Stufe 8er, 7er und 6er fast gar keine Chance haben, den frontal zu penetrieren, also wirklich fast gar keine Chance. Und 9er und 10er einfach auf die 2 drücken und ihn dann durch den Turm buttern. Also das ist irgendwie in meinen Augen ein Panzerdesign, was nicht sein muss. Das Thema mit diesem Autoloader, mit diesen 8 Sekunden Intra-Clip-Reload jetzt hier beim 9er, aber auch beim 10er, das finde ich persönlich nicht so schlimm. Ich bin jetzt nicht der Freund davon, dass immer neue Autoloader ins Spiel eingeführt werden, aber das ist jetzt kein Autoloader im klassischen Sinne. Habe ich ja gerade in der ersten Runde auch schon versucht auszuführen. Womit ich aber ein Problem habe, sind immer diese 10 Grad Gun Depression und eine unglaublich starke Panzerung. Und wie gesagt, für Stufe 9 Verhältnisse ist diese Panzerung von diesem Tank hier eigentlich schon nahezu ja, undurchdringbar und unfair. Und ich weiß nicht, was sich Wargaming dabei immer denkt. Also ich würde es viel mehr begrüßen, wenn mobilere Panzer ins Spiel kommen, die Einzellader sind und die vor allem auch Weakspots haben, die man vernünftig, ohne auf die 2 zu drücken, durch vernünftiges Zielen treffen kann. Das ist so, ja, mit allen positiven Änderungen, die dieser Patch mitgebracht hat, die italienischen TDs sind in meinen Augen keine. Auch wenn ich sagen muss, dass der 10er, ich bin nicht wirklich gut mit ihm zurechtgekommen, aber das kann natürlich auch an meiner spielerischen Schwäche liegen. Mit dem 9er bin ich deutlich besser zurechtgekommen. Der 10er hatte für mich eine absolut unzufriedenstellende Kartoffelkanone. Mal gucken, ob sich das jetzt in den nächsten Tagen noch ändert. Ich werde ihn noch auf jeden Fall weiter ausprobieren. Ihr habt auch eben schon in der Session gesehen, ich habe auch den AMX M4 wieder ausgepackt. Da muss ich sagen, da war ich sehr, sehr positiv von überrascht. Auch die Änderungen am Kranwagen werde ich euch natürlich noch mitbringen zu gegebener Zeit. Kommen wir jetzt mal wieder hier zurück. Wir haben jetzt die Heat geladen. Und jetzt steht hier vor uns der Vipera. Ja? Wir hatten uns ja gerade über das Thema Panzerung unterhalten und das Thema, wie dumm ich diesen Tank finde. Und jetzt 539 durch den Turm, einfach straight durch. Wir sind gleich wieder nachgeladen und ja, so schnell macht man, wenn man den richtigen Durchschlag hat, kurzen Prozess mit dem Vipera. Und das ist im Prinzip das, was mich an diesem Fahrzeug irgendwie abfuckt, ich sag's euch ganz ehrlich, weil er ja auch nun mal regelmäßig in 9er und 10er Gefechten zu finden sein wird. Diese Fahrzeuge bauen unglaublich auf Panzerung und wenn eure Panzerung halt dementsprechend scheiße ist, beziehungsweise irgendwie nur in eine Richtung funktioniert, gegen niedrigere und gleichstufige Panzer, ja, weiß ich nicht. Der 9er und der 10er, die haben es da schon besser. Die Panzerung ist so dick ausgelegt und so reichlich vorhanden, dass ihr auch ohne Probleme 9er und 10er Kanonen bouncen könnt. Und sobald ihr oder solange ihr euch Halldown hinstellt und die 10 Grad Gun Depression nutzt, kann auch nicht so viel passieren. Was natürlich den Panzer so ein bisschen zurückhält, ist der nur sehr, sehr leicht drehbare Turm und natürlich auch ein Stück weit die Mobilität. Weil ihr müsst immer zusehen, dadurch, dass ihr jetzt nicht wie zum Beispiel eine Torte diesen Moment habt, wo ihr auch auf große Distanz sichere Schüsse machen könnt oder beim T30 einfach, wenn ihr diese 750 trefft, euch erstmal freut, sondern ihr müsst halt gucken, dass ihr kontinuierlich einen schießt und da macht euch die Mobilität von diesem Panzer hier und da auch unter Umständen zu schaffen. So, wir sehen auch gerade, dass hier der Even 90 immer gut spottet. Ist hier an die Hecke vorgefahren, hat den Centurion aufgeklärt, den WZ, meine Wenigkeit. Und ich treffe ihn jetzt hier leider nicht, aber ist natürlich auch
relativ optimistisch, hier auf so einen kleinen, ranzigen Keimling zu schießen. Also, da jetzt diesen kleinen ET-Kopf zu treffen, denke ich, mit der Genauigkeit von dem 9er TD hier nicht wirklich machbar. Wir liegen gute 5000 HP hinten mittlerweile, drei Kanonen, also das Gegnerteam ist über den Norden gepusht und wir konnten nicht wirklich was dagegen tun. Wir haben uns hier relativ lange im Süden aufgehalten und haben trotzdem auch die ganze Flanke noch nicht gewonnen. Also das ist das Nächste, was jetzt hier noch da irgendwie zukommt. Dass wir quasi jetzt hier zwar im Wald stehen, aber den Wald gar nicht unter unserer Kontrolle haben. So, wir konnten jetzt im IS-6 noch einen mitgeben. Da hinten schießt der CCE-1 MK2 mit der kleinen Kanone, die im Übrigen auch sehr gut zu funktionieren scheint. Ich habe den Panzer nicht mit der kleinen Kanone gespielt. Ich würde auch auf jeden Fall hingehen und sagen, dass diese große Kanone, ich glaube, es ist eine 130mm Kanone, wenn ich richtig geguckt habe, 127mm Kanone, dass das diejenige ist, welche ihr dann auch spielen solltet, einfach weil sie den Punch hat und weil sie natürlich auch den dementsprechenden Durchschlag mitbringt. So, und jetzt müssen wir aber schauen, dass wir hier irgendwie vielleicht so einen Counter-Push machen, dass wir hier die Kollegen rausholen. Wir haben da noch einen UDES und einen CC1 MK2. Der Norden ist verloren. Char ist zumindest noch rausgekommen. Und der Rest unserer Mitspieler, die haben jetzt auch nicht groß Chancen, hier aus dem Wald sich nochmal irgendwie zu lösen, weil der Cobra steht davor. IS-6 Black ist jetzt nicht das Problem, aber dahinter stehen noch Doppel-Char, beziehungsweise noch ein Char. Was haben die Gegner noch so? Es wurde eigentlich alles gespottet. Udes ist, wie gesagt, der ist noch weggefahren. Chrysler, Super Pershing, die fahren jetzt hier durch die Mitte. Und ich habe jetzt versucht, hier irgendwie zumindest diese Flanke mal klar zu machen, um hier den CC1 MK2 rauszuholen. Und ihr seht das, er hat jetzt auch nicht die großen Probleme, mich hier zu penetrieren. Ich konnte ihm einen mitgeben. Wir befinden uns hier gerade im wilden Schlagabtausch. Und hinter mir platzt leider jetzt mein Team gerade weg. Udes kann mir von hinten eine geben. Und jetzt ist auch wichtig, ne? Der CC1 MK2 hat sein Magazin schon wieder nachgeladen. Und mir war nicht klar, wie stark diese Oberwanne ist, ja? Ihr habt es jetzt gerade gesehen. Eigentlich 300 mm. Ich habe 325 mm Heat-Durchschlag. Und ich habe es nicht geschafft, die Oberwanne zu durchschlagen. Gehe jetzt hier raus. Aber wir haben ja einiges mitnehmen können für den Panzer, um nochmal so ein bisschen auf die Spielweise hinzudeuten. So gut es geht, auf so kurze Entfernung wie möglich zu fighten. Wir haben auch nochmal den Vipera gesehen, das, was ich euch in dem Video zu dem Panzer vorgestellt habe. In meinen Augen, wie gesagt, ist der 9er der noch stärkere TD als der 10er. Also da definitiv überlegen, ob ihr euch den in der Garage behaltet oder ob ihr vielleicht auch erstmal verzichtet, zum 10er zu gehen, nur den 9er behaltet, das bleibt euch überlassen. Ich würde sagen, wir gucken nochmal auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde, die ihr gesehen habt, erster Klasse, wir haben Großkaliber gemacht, 4816 Schaden, 3 Kills, 372 Unterstützungsschaden und 2060 Schaden geblockt, gucken wir hier ganz kurz drauf. Top Damage, 1189 Basis-XP und wenn wir hier jetzt ganz kurz drauf gucken, 13 Mal geschossen, 13 Mal getroffen, 11 Mal penetriert. Ja, war auf jeden Fall eine saftige Runde und auch der gegnerische 9er hat 3800 Schaden gemacht. Also hat auf jeden Fall geschmeckt. Die zweite Runde, die ist leider verloren gegangen. Hier haben wir 4419 Schaden gemacht, einen Kill, 1030 Schaden mit der Panzerung geblockt. Und ja, der Kollege in seinem Vipera, der hat sich dann wahrscheinlich auch gefragt, scheiße, was soll das? Ja, ansonsten Cobra 4553 Schaden, der Contro Caro 3519 Schaden, hat mich jetzt hier leider dann auch rausgenommen, aber ich denke, man hat hier einen ganz guten Eindruck bekommen von dem Tank, von der Spielweise, 16 Mal geschossen, 11 Mal getroffen, 1030 Schaden, wie gesagt, geblockt. Ja, ich hoffe, dass ihr so mal einen kleinen Eindruck bekommen konntet, wo siedelt sich ungefähr der 9er CC irgendwas Contra Caro bla an. Also ich werde mit den Namen hier sicherlich die nächste Zeit ein bisschen durcheinander kommen. Nennen wir ihn einfach den 9er Italiener TD. Der ist auf jeden Fall
unheimlich stark und hat für mich tatsächlich auch besser funktioniert als der Minotauro auf Stufe 10. Da auf jeden Fall ein Augenmerk drauf werfen. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Like da und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!